Wir sind auf dem allerbesten Weg hin zu einem Weltfrieden. Ja, Sie hören das richtig. Wir sind auf dem allerbesten Weg hin zu einem weltweiten Frieden. Warum? Weil wir uns gerade in der allerdunkelsten Phase befinden. Und es ist wirklich unglaublich, wie viele Menschen derzeit aufwachen. Es kommt jetzt wirklich auf jeden Einzelnen drauf an. Und es gibt immer mehr Menschen, die wach werden, die sehen, was hier abläuft. Wir haben immer noch unseren eigenen freien Willen. Den freien Willen, den Gott uns gegeben hat, den der Schöpfer uns gegeben hat. Und wir haben es selber in der Hand, mitzuarbeiten an den Weltfrieden oder halt auch das Gegenteil zu tun. Wenn ich morgens den Fernseher einschalte oder das Radio oder was auch immer, dann ist es irre, wie sehr ich bombardiert werde mit negativen Nachrichten. Eine Nachricht noch schlimmer als die andere. Inzwischen sind unsere Medien, unsere Märchenmedien, die sich ja zum allergrößten Teil inzwischen in den Händen von einigen wenigen befinden, von einigen wenigen sehr, sehr großen Konzernen. Inzwischen ist es sogar so, dass sie teilweise Klatsch und Tratsch von sozialen Medien oder was auch immer übernehmen und mit einer großen Überschrift versehen verkaufen. Es geht um das Verkaufen. Es geht auch um das Verkaufen von Nachrichten. Von negativen Nachrichten. Es wird in die Welt hinaus posaunt und es sorgt dafür, dass Menschen verunsichert werden, dass Menschen sich in diese Negativität hineinreißen lassen, dass Menschen auch glauben, was sie lesen oder hören, auch in Talkshows. Ich habe mich gerade mit meiner Mutter unterhalten, die mir erzählt hat über eine Talkshow. Und wie schlimm die ganze Situation ist, die jetzt immer mehr auf uns zukommt. Es ist meine eigene Verantwortung. Es ist mein eigener freier Wille, der mich dazu bringt, etwas zu berichten, etwas zu sagen, etwas in den Mund zu nehmen oder auch nicht. Es kommt immer auf die Intention drauf an. Das ist ganz wichtig. Welche Intention habe ich? Teile ich es, weil meine Intention ist, etwas Gutes zu tun für die Menschen, etwas Gutes zu tun für die Welt? Ist meine Intention ehrlich und positiv? Oder mache ich es, weil ich ja, gewisse Dinge dadurch erreichen kann? Vielleicht sogar auch nur, weil ich Geld damit verdiene, weil ich Macht bekomme und Ruhm und irgendwo zu sehen bin und andere Leute mich beklatschen? Der Narr, der beklatscht wird? Die Frage ist, weshalb wird etwas geteilt? Und wie gesagt, die Märchenmedien teilen inzwischen auch sogar Nachrichten, von denen nachweislich klar ist, dass sie falsch sind. Ganz gezielt gibt es hier das Beispiel eines Präsidenten, noch Präsidenten, der laut einer eigenen Webseite, einer offiziellen Webseite, nicht mehr Präsident war. Es war eine falsche Nachricht. Es war von einem Mitarbeiter, der womöglich Langeweile hatte. Vielleicht wurde er auch dafür bezahlt, was auch immer. Der diese Webseite beeinflusst hatte. Da kann man sagen, wenn der Schaden behoben ist, es wird in den sozialen Medien geteilt und es ist nicht mehr wichtig. Nein, es wurde auch in den Märchenmedien geteilt. Mit einer Überschrift, die vermuten ließ, dass es sich um eine Tatsache handelt. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun, meiner Meinung nach. Das ist, wenn man so will, Evil Speech. Böses über andere Menschen berichten. Und das sorgt für sehr, sehr viel Negativität, auch spirituelle oder vor allem spirituelle Negativität.
Das Schlimme an dieser spirituellen Negativität ist, dass sie meistens auch zurückfällt auf denjenigen, der es gesagt oder geschrieben hat. Das ist das böse Auge. Wenn ich negativ über andere Menschen rede oder ihnen auch Negatives wünsche, Eifersucht oder Klatsch und Tratsch, falsche Sachen in die Welt hinaus posaune oder auch Dinge berichte, die stimmen, aber sie so übertrage, dass ich damit jemanden schaden möchte, dann fällt das natürlich auch auf mich zurück, ganz klar. Das nennt man das böse Auge. Also sollte ich aufpassen, auch wenn ich so zumindest auf den ersten Eindruck dafür Ruhm bekomme und Macht und beklatscht werde. Es fällt auf mich zurück. Auf lange Sicht gesehen ist es sehr negativ für mich, für meine eigene Seele, in erster Linie für meine Seele. Ich lasse mich womöglich beeinflussen und denke nicht darüber nach, was ich mache. Es funktioniert, eine Zeit lang funktioniert es, absolut. Sehen wir ja auf dieser Erde. Wir bekommen ja den Eindruck, dass diejenigen, die gerade so, ja, am meisten für Chaos sorgen, dass die am besten damit wegkommen. Einige, die auch immer wieder negative Dinge machen, die kommen am besten damit weg. Scheint so. Ist aber meistens nicht so. Ich denke nicht, dass sie in der Haut derjenigen stecken möchten, die für ganz bestimmte Aktionen, Entscheidungen und auch für Dinge, ja, die getan werden, verantwortlich sind. Ich glaube nicht, dass sie in dieser Position in deren Haut stecken möchten. Denn die Wahrheit kommt immer ans Licht und das Gute ist immer stärker. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das Gute ist immer stärker. Denn wir Menschen, wir sind Licht. Es geht nur ums Licht. Es geht darum, so viel wie möglich Licht einzufangen. Und deshalb sollten wir auch immer ganz besonders vorsichtig sein mit dem, was wir sagen, mit dem, was wir denken und auch tatsächlich mit dem, was wir in uns aufnehmen. Denn das kann auch dafür sorgen, dass wir eine vollkommen falsche Wahrnehmung bekommen über das, was gerade in der Welt los ist. Wenn ich immer nur negative Nachrichten sehe, dann denke ich vielleicht, alles ist super negativ, obwohl es gar nicht so ist. Obwohl das nur ein ganz kleiner Teil der Realität ist. Es ist meine Wahrnehmung. Wie ich das ja schon in einem anderen Video gesagt habe. Wenn die Menschen Läppchen tragen jetzt für die nächsten Jahre, dann wird es so sein, und ich kann Ihnen das garantieren, dann wird es so sein, dass wenn tatsächlich ein Mensch auf dieser Erde von den 8 Milliarden Menschen ohne Läppchen rumläuft, dass die Leute sagen, Igitt, der ist gefährlich und guck dir das mal an. Dieser Mensch weiß überhaupt nicht, was sich gehört. Der hat gar keine Manieren. Der ist respektlos und schmutzig und gefährlich. Schauen Sie sich das mal an. Man wird sogar sagen, der läuft mit nacktem Mund rum. Können Sie sich das vorstellen? Ich habe in der Stadt jemanden gesehen, der hatte einen nackten Mund und eine nackte Nase. Es wird so kommen. Das ist immer nur eine Frage der Wahrnehmung und es ist immer nur eine Frage dessen, was wir als Regeln akzeptieren. In einer Kultur oder dann zumindest weltweit. Es ist eine vollkommen normale, akzeptierte Regel, dass ich nicht mit nacktem Unterkörper, mindestens ohne Unterhose, aber in der Unterhose falle ich auch auf, mindestens kurzer Rock geht noch, mindestens bekleidet untenrum, dass ich nicht unbekleidet untenrum rumlaufe, wo andere Menschen mich sehen können, im eigenen Haus vielleicht, aber auch da, vielleicht nur, wenn ich alleine bin oder wenn es in meiner Familie akzeptiert wird. Das macht man nicht, das gehört sich nicht. Es gibt Kulturen im Amazonas, da ist es normal,
dass man nur sehr leicht bekleidet rumläuft oder teilweise sogar gar nicht. Es gehört dort zur Kultur, bei uns nicht. Glauben Sie mir, in einigen Jahren, wenn es so weitergeht, wenn wir es so akzeptieren, dann wird es vollkommen normal sein, dass wir sagen, Igitt, da war heute tatsächlich jemand in der Stadt, der hatte einen nackten Mund und eine nackte Nase und der hat dafür zu Recht ein Bußgeld bekommen. Das wird dann unsere neue, sogenannte neue Normalität. Es ist immer die Frage, was wir zulassen, wie wir damit umgehen und auch, was wir als Information in die Welt hinaustragen, in das Universum.